Herzlich willkommen, schön, dass du eingeschaltet hast. Namaste. Ich bin Tobias von Yoga Privé und habe dir heute eine Yoga-Klasse mitgebracht, die etwas mehr für erfahrene Yoginis und Yogins gedacht und konzipiert ist, denn wir werden uns im Mittelteil dieser Stunde recht gut herausfordern. Mitgebracht habe ich dir eine Sequenz aus Vasishtasana, das ist der Seitstütz, so kennen wir ihn, und versuchen in dieser Sequenz immer wieder dem Geist Ruhe und in der Ruhe Kraft zu schenken. Und das ist erstmal sehr ungewöhnlich, denn normalerweise, wenn wir in die Ruhe des Geistes gehen, dann ist das über die Meditation. Also wir richten uns im Äußeren schön ein, finden einen ruhigen Ort, um diese Ruhe mit nach innen in den Geist zu nehmen und ihn zu befrieden und zu beruhigen. Und heute versuchen wir mal den herausfordernden Weg in der Anstrengung des Körpers, vielleicht auch im Stress, den wir erzeugen, Ruhe zu finden. Und genau das war das, was Vasishta, und das ist eine Person aus der indischen Mythologie, versucht hat. Er hat den Seitstütz gewählt, um dort zu meditieren, also Ruhe zu finden im Geist und ein Gefühl der Zeitlosigkeit zu finden. Ja, das klingt erstmal widersprüchlich, denn wir sind oft, wenn uns etwas im Äußeren stresst und uns Stressoren erreichen, oft im Inneren gespiegelt. Also wir nehmen das mit. Ja, etwas, das mich stresst im Äußeren, da fühle ich mich gestresst. Und wir versuchen eben heute eine Trennung zu machen zwischen Außen und Innen, um selbstbewusster entscheiden zu dürfen, was kann mich, wenn mich etwas stresst und herausfordert, was kann mich davon wirklich im Inneren erreichen und was bleibt lieber außen vor. Also lasst uns selbstbestimmt durch diese Yoga-Klasse und durch die Herausforderungen des Alltags gehen. Ich wünsche dir viel Freude damit, lass uns beginnen und die Matte ausrollen. Gut, und such dir bitte einen gemütlichen Sitz aus, in dem du ein paar Momente innehalten kannst. Und wenn du hier angekommen bist im Sitzen, dann erlaub den Augen, sich zu schließen. Schließ die Augen, da sie jetzt im Äußeren nichts suchen müssen. Schenk ihnen die Möglichkeit, sich auszuruhen. Und so gehen wir den ersten Schritt von den äußeren Gegebenheiten, von der Umwelt, die dich umgibt, mit ihren Eindrücken und Informationen, gehen wir von dort einen Schritt nach innen, in die innere Welt, mit ihren Eindrücken und Informationen. Lass uns also etwas Abstand finden vom äußeren Geschehen und uns etwas schenken, das in dieser Moderne sehr selten geworden ist, und das ist Zeit. Zeit für dich selbst. So gönn dir diesen Moment und diese Zeit und spür nach innen. Geh also vom Kopf und von seinem Denken, von seiner Struktur, von seinen Planungen und Gedanken einen Schritt zurück hin zu dir, zum Körper, um ihn zu fühlen und zu spüren. Also spür deinen Körper, seine Größe, deine Glieder. Füll die Unterlagen, auf denen du sitzt, und erlaub dem Becken, dass es sich wirklich setzen kann, denn es ist angekommen. Entspann auch die Beine und deine Füße, denn sie trugen dich durch den Tag hindurch. Und hier ist das Ziel erreicht. Du bist auf deiner Yogamatte. Spür den oberen Körper, den Rückenbereich, die Flanken, auch die Vorderseite, den Brustkorb. Lass ihn leicht werden, sodass er nach oben schweben kann und dich aufrichtet. Er spürt die Schultern, leg sie weich und sanft auf dem Brustkorb ab, da sie jetzt nichts tragen müssen. Dann füll deine Arme, entspann sie, genauso auch deine Hände und deine Finger, da sie jetzt nichts festhalten müssen. Dann entspann den Nackenbereich, dein Gesicht, Kiefergelenke, deine Zunge, deine Lippen, die sich weich berühren dürfen. Entspann dein gesamtes Gesicht, auch nochmal deine Augen, den Raum um die Augen herum und lass deine Stirn glatt werden. Und dann bring die Aufmerksamkeit zur Atmung. Es ist ein wunderbares Werkzeug, das die Aufmerksamkeit bindet nach innen, das dich fokussiert im Geist. Und so nimm einfach wahr, wie du geatmet wirst, wohin die Einatmung strömt, welche Räume im Inneren sich dafür aufhalten.
Und wie die Ausatmung wieder zurückfließt, die aufgefalteten Räume sich zurückziehen zur Mitte. Nimm wahr, wie du geatmet wirst. Und dann verfeinere und vertiefe sie. Atme tiefer in den Leib, dass den gesamten Körper mitatmen dürfen. Atme einmal ganz tief ein und tief wieder aus. Nochmal ganz tief einatmen hin zur Atemfülle. Und tief aus hin zur Atemleere. Dann lass die Atmung einfach wieder frei fließen, so wie sie kommt und geht. Nimm nochmal deinen eigenen Körper wahr. Spür die Dinge, auf denen du sitzt. Die Haut, die deinen Körper umhüllt. Dann nimm auch den Raum wieder wahr, der dich umgibt, in dem du jetzt bist. Und öffne die Augen, komm wieder hierher zurück, bitte. Und lass uns als kleine Vorbereitung auf diese Praxis in den Vierfüßler wechseln. Wenn du hier im Vierfüßler angekommen bist, dann fließt durch eine Sequenz aus Vyagra Kriya, das ist der Katzenbuckel, und der Pferderücken. Ja, und dann binde immer den Geist und die Aufmerksamkeit dahin, was du machst, dahin, was geschieht, wie es sich anfühlt. Und spürst besonders den Rückenbereich und lass durch ihn eine Welle hindurchlaufen. Ja, denn immer wenn du die Bewegung beginnst, dann beginn sie im Becken und lass dann eine Welle durch die Wirbelsäule hindurch Richtung Schultern und Richtung Nacken und Kopf fließen. Ja, beweg dich wellenförmig durch diese Bewegung hindurch. Nimm die Atmung mit. Für viele ist die Ausatmung für den Katzenbuckel gut, die Einatmung für den Pferderücken, aber es kann genauso gut auch anders sein. Und beginn noch zwei Zyklen. Dann kommen den Vierfüßler zurück. Wir werden jetzt auf einem Knie und einer Hand weitermachen. Du kannst dir gerne ein Polster unter die Knie setzen und auch zwischendurch auf die Fäuste kommen. Gut, stell den rechten Fuß auf, schieb den nach hinten weg und heb dein rechtes Bein an. Jetzt gewichte die rechte Hand, spreiz die Finger auf, verlage Gewicht auf die Fingergrundgelenke und streck den linken Arm im Einatmen von dir weg, diagonal ausatmend, rechtes Knie zum Brustkorb, Rücken rund, Ellenbogen oder Hand zum Knie. Einatmen, wieder strecken, lang werden, diagonal, ausatmend, einrollen. Und mach das im Atemfluss weiter. Ja, und bleib bei dir, spüre, also geh immer wieder vom Kopf in den Körper. Was geschieht, wo erzeugst du so langsam Wärme? Wie fließt die Atmung? Wie fühlt sich das an? Und versuch das in der Bewegung geschmeidig werden zu lassen, also ein guter Mix aus innerer Kraft und doch Vitalität und Lebendigkeit. Und beginn nach zwei Zyklen. Wenn du dann mit dem nächsten Ausatmen wieder zurück in den Vierfüßler kommst, dann nutz hier kleine Bewegungsideen. Beweg dich wieder, verwöhn die Hände, auch das Handgelenk.
Und dann die andere Seite. Jetzt stell den linken Fuß auf, schieb ihn nach hinten, heb dein linkes Bein. Gewichte nochmal die linke Hand, drück die Fingergrundgelenke in den Boden und atme ein, streck dich diagonal mit dem rechten Arm nach vorn, atme aus, roll dich ein, Knie zum Brustkorb, Ellenbogen oder Hand zum Knie. Und einatmend wieder lang werden, ausatmend einrollen. Und dann fahr hier bitte für dich fort. Ja, dann spür das wieder. Wie fühlt sich die Bewegung an? Wo ist Kraft und Wärme? Wo kannst du dich noch ein bisschen mehr strecken? Wohin kannst du noch atmen? Beginn nach zwei Zyklen. Geschmeidig und zentriert. Wenn du dann das nächste Mal ausatmest, dann wechsel wieder zurück in den Vierfüßler bitte und nutz wieder mobilisierende Bewegungen, also räkel und schlängel dich und verwöhn die Hand und Handgelenke. Gut, ja, erinnere dich, dass du immer wieder auch auf die Fäuste kommen kannst. Das ist oft eine kleine Abwechslung und etwas entspannter für die Handgelenke. So, stell den rechten Fuß nochmal auf, heb das rechte Bein nach hinten an. Jetzt winkel dein rechtes Knie, sodass die Fußsohle hoch zeigt Richtung Decke. Schieb den rechten Fuß ein bisschen höher. Stell dir vor, du machst einen Abdruck nach oben zur Decke. Jetzt die rechte Hand gewichten. Bring die linke Hand an den unteren Rücken, auf den Handrücken da absetzen. Zieh die linke Schulter nach oben und schieb dich aus der rechten Schulter heraus. Das ist eine Rückbeuge, die hier entsteht. Heb dein Brustbein an, bring den Blick nach vorn. Dann stell dir vor, dein hinterer Fuß und der Hinterkopf, die nähern sich ein bisschen mehr an. Atme. Die rechte Seite ganz kraftvoll. Die Vorderseite deines Körpers sehr schön gedehnt. Mal tief atmen. Und dann komm wieder zurück in den Vierfüßler. Wechsel die Seite, linken Fuß aufstellen, linkes Bein heben, linkes Knie anwinkeln, schieb den Fuß hoch, richtig hoch Richtung Decke. Gewichte die linke Hand, bring den rechten Handrücken an die Lendenwirbelsäule nach hinten und zieh die rechte Schulter aktiv hoch, schieb dich aus der linken Schulter heraus, heb dein Brustbein nach vorn, bring den Blick nach vorn und wieder atmen und den Geist beruhigen damit. Stell dir einen Bogen vor, den der Fuß und der Hinterkopf machen wollen. Und einmal tief durchatmen. Und dann kommen wieder zurück in den Vierfüßler. Gut, Katzenbuckel, Pferderücken, verwöhn dich wieder. Und dann komm einen Moment in die Position des Kindes, leg dich auf die Oberschenkel, lass die Hände vorn und bring die Handrücken zur Erde. Und dann beweg die Hände und Handgelenke. Gut. Dann krabbel mit den Fingern nach vorn, streck die Flanken deines Körpers lang, schieb dein Gesäß zurück und atme ein, komm hoch in den Katzenbuckel. Dann gleite zum Pferderücken, jetzt ausatmend der abwärts schauende Hund. Und dann bring den Blick kurz nach vorn Richtung Hände, fächer die Finger auseinander, ganz weit aufgespreizt, drück die Fingergrundgelenke in den Boden und dann roll den Kopf wieder ein, schau wieder Richtung Beine. Schieb nochmal die Hände in den Boden nach vorn runter, zieh die Achseln lang, die Flanken lang, zieh die Sitzbeine hoch und senk die Fersen und streck dich lang. Atme. Und spüre. Mit dem nächsten Einatmen roll dich nach vorne in den hohen Liegestütz. Mit dem Ausatmen schieb dich lang zurück, abwärts schauender Hund. Einatmen, vorrollen, hoher Liegestütz, Chaturasana. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Nochmal, einatmen, roll dich nach vorn, hoher Liegestütz. Und ausatmen, gleite zur Erde, senk die Knie, dein Brustbein, dein Becken ab. Und dann verwöhn die Schultern.
Noch einmal die Handgelenke. Stützt die Hände an die unteren Rippenbögen seitlich auf. Jetzt drückt die rechte Hand in den Boden, schraub dich nach rechts hoch, atme ein, atme aus, komm wieder zurück nach unten zur Mitte. Einatmen, linke Hand in den Boden drücken, nach links aufschrauben, ausatmen, zurückkehren zur Mitte. Mach das weiter. Und spür den Rücken, der sich hier aufschraubt, der sich mobilisiert. Ja, nochmal beide Richtungen einmal. Und wenn du dann aus der linken Seite zurückkommst, dann bleib wieder in der Mitte. Zieh den Steiß deines Beckens nach hinten, also roll dein Becken ein. Zieh die Schultern nach oben und nach hinten. Zieh die Hände energetisch nach hinten, ohne dass sie rutschen. Aber du gleitest dadurch nach vorn und hoch in die Kobra. Atme hier ein, dann drück die Hände in den Boden, atme aus, komme den abwärts schauenden Hund. Einatmen, der Katzenbuckel, Knie absetzen, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, hoch, Katzenbuckel und Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Schieb die Hände nach unten, zieh die Hüftgelenke hoch, die Sitzbeine hoch, senk die Fersen. Einatmen, roll vor, hohe Liegestütz. Ausatmen, gleite langsam zur Erde. Einatmen, Kobra, Steiß zurück, Schultern zurückrollen. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, lauf mit den Füßen Richtung Hände nach vorn. Atme aus in die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen in die halbe Vorbeuge, streck den Rücken nach vorn lang, atme aus, entspann dich in die ganze Vorbeuge zurück. Einatmen, komm über die Hocke hoch, breite die Arme über die Seite aus, streck dich ganz weit nach oben aus. Ausatmen, bring die Hände zum Herz. Zwei Runden Sonnengruß, einatmen, Knie anbeugen, eintauchen, über vorn wieder hochziehen. Ausatmen, breite die Arme aus, verneig dich vor dir nach unten. Entspann die Schultern und den Nacken. Einatmen, die halbe Vorbeuge, zieh die Flanken nach vorn lang. Ausatmen, die ganze Vorbeuge, gleite wieder zurück nach unten. Der rechte Fuß, einatmen, weit nach hinten aufsetzen, Becken tief, Blick nach vorn. Ausatmen, linker Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind. Einatmen, schwing dich hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund, Hände auffächern, in den Boden drücken, Sitzbeine hochziehen, Fersen sinken lassen. Einatmen, hoher Liegestütz, roll dich vor, streck dich lang, ausatmen, schweb zur Erde. Einatmen, roll die Schultern zurück, die Kobra, ausatmen, abwärts schauender Hund. Der rechte Fuß, einatmen, nach vorn setzen. Ausatmen, linker Fuß nach vorn setzen für die Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen, halbe Vorbeuge, Ardha Uttanasana. Ausatmen, ganze Vorbeuge, Uttanasana. Einatmen über die Hocke, Utkatasana. Richte dich auf in den Stand, in Tadasana. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Einatmen, Knie anbeugen, über vorn wieder nach oben ziehen. Ausatmen, in die Vorbeuge, verneigen. Einatmen, halbe Vorbeuge, zieh die Schultergelenke nach oben, ausatmen, ganze Vorbeuge, entspann die Schultern, den Nacken. Einatmen, links ein großer Schritt zurück, Becken tief, Blick mehr nach vorn, ausatmen, rechter Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, der Katzenbuckel, Knie sanft absetzen, zum Pferderücken fließen, ausatmen, zum Kind eintauchen. Einatmen, schwing wieder hoch, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, hoher Liegestütz, gleite vor. Ausatmen, schweb zur Erde. Einatmen, Kobra. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, den linken Fuß nach vorn setzen, Blick nach vorn. Ausatmen, rechter Fuß nach vorn, die Vorbeuge, Blick Richtung Beine. Einatmen, halbe Vorbeuge, zieh dich nach vorn lang. Zieh die Schultern hoch, ausatmen, ganze Vorbeuge, entspann die Schultern. Einatmen, über die Hocke nach oben kommen, zieh die Beinmuskeln hoch, streck dich hoch. Ausatmen, Hände zum Herz. Beginn noch einmal, einatmen, tauch ein, streck dich über vorn hoch, die Arme neben oder hinter die Ohren. Ausatmen, die Vorbeuge, gleite nach unten. Einatmen, halbe Vorbeuge, Schultern hochziehen, Schulterblätter zusammenschieben. Ausatmen, ganze Vorbeuge, Schultern entspannen. Verschränk die Hände jetzt hinter dem Rücken, mach eine Faust. Die Arme etwas angewinkelt.
Zieh die Schultern nach oben und dann schieb langsam die Faust hoch, streck die Arme nach oben. Entspann den Nackenbereich, lass den Kopf ruhig ein bisschen schwingen und beginn auch mit den Armen so kleine Federbewegungen nach vorn zu machen, über den Kopf. Atme, beobachte, fühl Dehnungen und lass die Arme wieder ausschwingen nach unten, also ganz locker ausschwingen. Und setz den rechten Fuß einen großen Schritt zurück, Becken tief, Blick nach vorn, atme ein, atme aus, linker Fuß nach hinten, abwärts schauender Hund. Einatmen, Katzenbuckel, Knie sanft absetzen, der Pferderücken, ausatmen, das Kind. Einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund, schieb die Hüfte hoch, senk die Fersen. Einatmen, roll vor in den hohen Liegestütz, ausatmen, leg dich zur Erde ab. Schieb den Steiß nach hinten, verschränk wieder die Hände hinter deinem Rücken zu einer Faust, zieh die Schultern über oben nach hinten, schieb die Faust zurück, zieh dich hoch wie Kobra, heb dein Brustbein an. Atme. Ist die Rückseite sehr stark, auch der Schulterbereich sehr zentriert. Und vorn der Raum zwischen Schultern, Schlüsselbein und Brustbein recht weit. Atme in diese Weite. Atme dein Brustbein nach vorn hoch. Wenn du etwas mehr in die Rückseite gehen möchtest, dann heb auch die Beine lang ein Stück an, schieb die Füße nach hinten raus. Zieh dich einatmend ganz lang, ausatmen, heb dich ein bisschen höher. Nochmal tief durchatmen, den Geist damit beruhigen. Und dann bring die Hände wieder an die seitlichen Rippen, leg die Beine ab, komm mit dem Brustkorb etwas tiefer. Räkel dich. Gut. Roll wieder die Schultern zurück, komm hoch. Kobra oder der aufwärts schauende Hund, wenn du auch dein Becken hochziehst. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Drück die rechte Hand in den Boden, fächer die Finger auf, heb dein rechtes Bein hoch. Schieb die rechte Ferse weit, weit, weit raus. Streck ganz lang die rechte Seite durch. Mal einatmen und ausatmen. Zieh dein Knie zum Brustkorb. Komm mit den Schultern nach vorn. Atme hier. Zieh den Bauchnabel hoch. Zieh dein Knie ein bisschen höher zum Brustkorb. Und jetzt versuch ganz ruhig, den Fuß aufzusetzen. Gut. Linke Hand gut erden. Wir nutzen sie als Stütze. Du kannst immer auch die Hände flach machen oder auf eine Faust kommen oder vielleicht einen Block greifen, wenn du ihn jetzt zur Verfügung hast. Einatmen, rechter Arm über vorn nach oben, dreh dich nach rechts auf, ausschwingen, Arm über hinten nach unten und mach das weiter für dich. Schau gerne dem Arm nach. Spür die Bewegung im Arm, Schultergelenk, im Oberkörper, der mit rotiert. Und dann schwing noch einmal den Arm nach vorn hoch und dann hinter dem Rücken entlang setzt die Hand an die linke Gesäßtasche auf. Und bring den Blick kurz zur linken Hand nach unten und setz die deutlich weiter nach links, von der Yogamatte sogar weg, ein großes Stück nach außen. Dreh dich wieder nach rechts auf, zieh die rechte Schulter zurück. Und jetzt eine Rückbeuge, lehn dich im Schultergürtel nach hinten an. Probier den Raum zwischen deinem Brustbein und dem Knie zu erweitern, indem du dich nach hinten lehnst. Atme und jetzt streck den rechten Arm nach oben aus. Und immer wenn du einatmest, dann zieh dich hier ganz hoch über die Fingerspitzen in die Welt. Nutze dafür die untere Schulter, stütz dich davon weg. Wenn du ausatmest, zieh den Bauchnabel nach rechts hoch und gleite etwas mehr in die Drehung des Oberkörpers. Also einatmend nach oben strecken, Raum nehmen, ausatmen, in den Raum entspannen. Tief atmen, den Geist beruhigen. Einfach nur spüren, fühlen. Noch einmal tief einatmen, streck dich. Ausatmen, bring die Hände wieder zurück zur Yogamatte. Mach einen Schritt zurück zum abwärts schauenden Hund. Einatmen, die Knie absetzen, Katzenbuckel,
Pferderücken. Ausatmen das Kind, die Hand Rücken zum Boden bringen, die Hände bewegen, Hände kreisen, tief in den Rücken atmen, die Hände wieder aufsetzen, einatmen hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund, Hände in den Boden schieben, Sitzbeine hochziehen, Fersen senken, einatmen hoher Liegestütz, gleite vor, ausatmen, leg dich langsam ab, einatmen, Cobra oder der aufwärts schauende Hund. Ausatmen, der abwärts schauende Hund. Jetzt die linke Hand auffächern, in den Boden drücken, linkes Bein hochziehen. Streck die linke Seite richtig groß, richtig lang. Einmal einatmen und ausatmen, linkes Knie zum Brustkorb, Schultern nach vorn. Atmen, spann die Körpermitte, Beckenboden schließen, Bauchnabel hochziehen. Zieh das Knie ganz hoch zum Brustkorb, ein bisschen höher. Schieb die Hände in den Boden und setz den linken Fuß ganz in Ruhe auf. Okay. Rechte Hand gut aufstützen. Einatmen, linker Arm über vorn hoch, dreh dich nach links auf. Ausschwing den Arm nach hinten runter. Mach das weiter. Dann nimm die Bewegung des Armes wahr, auch die der Schulter, die des Oberkörpers, der sich mit verbringt. Und mach nochmal einen großen Bogen, um dann die Hand an die rechte Gesäßtasche aufzusetzen. Jetzt schau kurz zur rechten Hand nach unten, setz die deutlich weiter nach außen, dreh nach links auf und lehn dich nach hinten an. Der Schultergürtel lehnt sich zurück. Der Abstand zwischen Brustbein und Knie wird ganz lang. Jetzt streck den linken Arm nach oben aus. Und immer wenn du einatmest, dann zieh dich mit den Knochen über die Fingerspitzen ganz groß, heb dich aus der unteren Schulter heraus. Wenn du ausatmest, lehn dich zurück, dreh dich und zieh den Bauchnabel hoch. Lass dich atmen und komm wieder vom Kopf in den Körper. Fühlen, spüren, beobachten. Und nochmal tief durchatmen und dann löst wieder auf, bring die Hände wieder zurück zur Yogamatte. Ein Schritt zurück, abwärts schauender Hund, nutzt Bewegungen, die gut tun. Einatmen, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind, die Hand Rücken zum Boden bringen, die Finger, Handgelenke verwöhnen. Tank wieder auf mit der Atmung, schöpf neue Kraft. Neue Vitalität. Und bring die Hände flach zum Boden, Finger auffächern, einatmen, komm hoch, Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund, einatmen, den hohen Liegestütz, ausatmen, leg dich zur Erde ab. Und dann leg dich bitte auf die rechte Seite deines Körpers. Wir sind jetzt im Hauptteil dieser Praxis angekommen und gehen jetzt zu Vasishtasana. Das ist der Hauptaspekt dieser Stunde. Vasishta, ein Name, eine Person aus der indischen und yogischen Philosophie. Und Vasishta ist dafür bekannt geworden, zu meditieren. Und zwar nicht dann, wenn es gemütlich und ruhig und schön ist, um den Geist auch in diesen Modus zu bringen und ihm Ruhe zu schenken, sondern in herausfordernden Situationen. Und das, was wir jetzt machen, der Seitstutz, ist herausfordernd. Und das, was uns Vasishta an dieser Stelle mitgibt, ist die Idee, auch wenn der Körper jetzt arbeitet, auch wenn es schwierig wird und der Körper vibriert, doch nicht den Geist festzumachen, sondern ihn aus einer Enge, aus einer Anspannung in die Entspannung, in die Weite und damit in die Ruhe zurückzubringen. Probieren wir aus. Und leg die Beine übereinander, schieb die Fersen weg. Rechter Unterarm unter der rechten Schulter, also Ellenbogen unter Schulter. Linke Hand kannst du dich einfach aufstützen. Jetzt sammle Kraft in der Mitte des Körpers. Stell dir vor, du machst da einen Reißverschluss einer Hose muskulär zu. Schließ gleichwohl auch den Beckenboden, wenn du ausatmest.
Noch einmal tief einatmen und mit dem nächsten Ausatmen lifte dein Becken, zieh es hoch nach oben. Stütze dich aus der unteren Schulter raus, bring den linken Arm nach oben und streb hoch. Den Blick gerne nach oben folgen. Atmen, einatmen, streck dich hoch, ausatmen, roll dich ein, den oberen Arm unter der rechten Achsel nach hinten schieben. Einatmen, wieder aufdrehen. Ausatmen, einrollen, Arm nach hinten schieben. Noch zweimal. Einatmen, aufziehen. Ausatmen, einrollen. Letztes Mal. Einatmen, aufrichten, hochstrecken. Ausatmen, einrollen. Und einatmen, komm wieder zurück nach oben. Mal tief durchatmen, den Geist beruhigen damit. Spüren, nicht überlegen. Vielleicht mit der Ausatmung das obere Bein mal ausscheren. Halte dich hier. Finde Kraft, finde Stärke und komm wieder zurück, die Bauchlage. Und dann spür nach. Ja, was macht das mit dem Körper, wenn die Anspannung sich löst, wenn die Entspannung Raum bekommt? Was macht das im Körper? Was macht das in der Atmung? Was macht das mit dem Geist? Atme nochmal durch in den unteren Rücken. Und dann wechsel bitte auf die linke Seite deines Körpers. Linke Unterarm legst du einfach von dir weg, Ellenbogen unter die Schulter, Beine übereinander. Zweite Seite, versuch wieder die Entspannung, die Ruhe des Geistes mitzunehmen in diesen doch herausfordernden Teil dieser Stunde. Also eine Trennung zwischen außen und innen, zwischen herausfordern und entspannen. Sammle Kraft in der Mitte des Körpers, stell dir wieder diesen Reißverschluss vor, in der Hose, den du muskulär schließt. Ich schließe auch den Beckenboden. Mit der nächsten Ausatmung lifte dein Becken, zieh es hoch. Zieh dich aus der unteren Schulter heraus, heb den rechten Arm nach oben. Den Blick gern folgen lassen. Atmen, wachsen, ausatmen, den rechten Arm vor dir unter der linken Achsel einfädeln, einatmen, wieder aufschrauben, ausatmen, einrollen, die Mitte nicht verlieren, einatmen, aufdrehen, ausatmen, einrollen. Noch zweimal, atme tief, beruhig den Geist, ist einfach ein Beobachter dessen, was geschieht, auch ob es vibriert oder warm wird oder eben sehr anstrengend. Nochmal mit der nächsten Einatmung, zieh dich wieder hoch. Ausatmen, heb das obere Bein ein Stück an, zieh alle Muskeln in den Körper und versuch dann die Knochen wieder zu strecken. Mal tief durchatmen und dann komm zurück. Die Bauchlage. Atme durch. Plusse den unteren Rücken auf, wenn du einatmest. Entspann ihn, wenn du ausatmest. Dann schüttel dein Becken locker aus. Beweg dich durch die Schultern hindurch. Dann stützt die Hände an die seitlichen Rippenbögen wieder auf. Schieb den Steiß zurück. Zieh die Schultern über oben nach hinten. Komm hoch, einatmend Cobra oder aufwärts schauender Hund. Ausatmend abwärts schauender Hund. Jetzt die rechte Hand auffächern, in den Boden drücken. Heb das rechte Bein hoch. Winkel dein rechtes Knie, schieb den Fuß Richtung Decke, ganz, ganz hoch. Und da ganz oben nach links, also die rechte Hüfte hebt hoch über die linke, Fuß schiebt nach links, die Zehen alle aktiv, atmen die rechte Flanke. Und dann schau Richtung Hände nach vorn und zieh langsam das Knie zum Brustkorb nach vorn, ganz langsam vorziehen. Jetzt die rechte Hand in den Boden drücken. Dreh das linke Bein auswärts, rechte Hand gewichten, heb den linken Arm nach oben, schieb dein rechtes Bein von dir weg. Atme hier, zieh alle Muskeln in den Körper und schieb dann die Knochen wieder weg. Mal tief durchatmen
und wieder zurück. Den gleichen Weg zurück. Linke Hand aufsetzen. Dreh dich zurück. Heb dein rechtes Bein nochmal hoch. Abwärts schauender Hund. Setz den rechten Fuß wieder ab. Linke Hand in den Boden drücken. Linkes Bein hochziehen. Winkel dein linkes Knie. Schieb den Fuß hoch Richtung Himmel und oben auf die rechte Seite. Die Zehen des linken Fußes ganz aktiv, Fuß aktiv. Dreh dich auf, atme die linke Seite. Und dann schau Richtung Hände. Ausatmen, zieh das Knie zum Brustkorb. Komm mit den Schultern nach vorn. Linke Hand stützt dich, erde sie. Dreh das rechte Bein auswärts, setz die Ferse ab. Heb den rechten Arm über die Seite hoch. Schieb dein linkes Bein weg. Einatmen, strecken, ausatmen, alle Muskeln in den Körper ziehen. Mal tief durchatmen, kontrolliert zurück, Knie anwinkeln, rechte Hand aufsetzen, zurückdrehen, linkes Bein nochmal hoch, abwärts schauender Hund. Setz den Fuß zur Erde, atme aus und streck dich. Mal tief durchatmen in den Rücken. Dann kommen den Vierfüßler, Katzenbuckel. Pferderücken zum Kind. Bring die Hand Rücken zur Erde. Spür nach, auch wie Anspannung sich löst aus Körper, Atmung und Geist. Und wir sind in der letzten Sequenz dieses Hauptteils. Bring die Hände wieder nach vorn. Einatmen, Katzenbockel. Pferderücken. Ausatmen, abwärts schauender Hund. Komm vor in den hohen Liegestütz, wenn du einatmest. Und bleib, rechte Hand auffächern, dreh beide Beine auswärts, Füße übereinander, heb den linken Arm nach oben hoch. Atmen. Jetzt setz den oberen Fuß einfach weit hinter dir nach rechts, von der Matte weg. Drück den aufgestellten Fuß in den Boden. Zieh dein Becken hoch, heb dich aus der rechten Schulter raus, heb dein Brustbein hoch. Und lass den linken Arm hinter dir ausgleiten. Atme, genieße, beruhig den Geist. Wir sind in Kamatkadasana. Tief in die Vorderseite atmen und wieder zurückkehren. Kontrolliert zurück, abwärts schauender Hund. Letzte Runde, einatmen, hoher Liegestütz. Linke Hand auffächern, alles nach links drehen. Füße übereinander, rechten Arm nach oben ziehen. Jetzt stell den oberen Fuß weit hinter dir auf. Ein großer Schritt zurück. Den Fuß aufsetzen. Drück den in den Boden, zieh dadurch dein Becken hoch. Heb dein Brustbein nach oben, lehn dich gleichzeitig in einem Bogen zurück. Lass den rechten Arm zur Seite gleiten. Atme dich. Genieße. Entspann den Geist. Jede Atmung schenkt ihm Ruhe und Kraft. Einfach nur beobachten. Und dann löst wieder auf. Ganz kontrolliert der Weg zurück. Abwärts schauender Hund. Mal hier ankommen. Tief durchatmen. Dann senkt die Knie, Katzenbuckel, Pferderücken und komm in die Position des Kindes. Atme aus. Einatmen, komm hoch. Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, wieder zurück. Katzenbuckel, Pferderücken, ausatmen, das Kind. Das wird unsere Bewegungssequenz jetzt. Einatmen, hoch. Katze. Und Pferd, ausatmen, abwärts schauender Hund. Einatmen, wieder zurück, Katzenbuckel, Pferderücken. Ausatmen, das Kind, und mach das noch in 3 Runden im eigenen Fluss. Lass dich von der Atmung führen. Und stell dir vor, das ist eine Atmung, die die Bewegung und den Körper folgen lässt. Und es ist eine Bewegung, die sich meditativ anfühlt. Ja, Meditation in Bewegung. Genieß die Ruhe des Geistes.
das Ziel ist die Position des Kindes. Wenn du also das nächste Mal da ankommst, du kannst du gerne die großen Zehen zueinander bringen, die Knie nach außen führen und dich ganz in Ruhe ablegen. Genieß den Zustand, wenn eine Anspannung sich löst aus dem Körper, aus der Atmung, aus dem Geist. Die Körperstruktur wird durchlässig, wird weich, die Atmung feiner, lebendiger, der Geist weiter und präsenter. Ja, dann komm bitte langsam in den Sitz. Zur Rückenlage. Wir bleiben in einer recht schönen meditativen Bewegung, einfach ja, um den Geist immer wieder einzuladen, zum Spüren zu finden und Ruhe zu finden. So stell die Füße vor dir auf, leg die Arme an deinen Körper, roll dein Becken ein, roll den Rücken wirbelweise hoch, nimm die Arme mit, mach einen großen Bogen nach hinten. Hier eine kurze Pause, kannst du gerne Fäuste machen, um wirklich auch mal diese Kraft zu fühlen. Öffne die Fäuste, leg dich langsam nach vorn wieder zurück. Wenn dein Becken ankommt, dann greif die Knie, zieh sie zu dir heran. Du kannst gerne den Kopf heben, mit der Stirn Richtung Knie kommen und dann komm wieder zurück. Die Füße aufsetzen, Kopf ablegen. Ein ruhiges Einatmen, heb den Rücken, führ die Arme weit nach hinten. In der Fülle eine kleine Pause, in der Kraft mit Fäusten. Ausatmen, die Fäuste öffnen, die Kraft lösen, roll dich zurück. Der Ausatmen leere, greif die Knie, roll dich ein. Einatmen, Füße aufsetzen. Rücken hochrollen, Arme nach hinten führen. Pause in der Atemfülle. Und ausatmen, zurückkehren. In der Atemleere dich umarmen. Nun finde für die nächsten Runden einen eigenen Fluss. Ganz harmonisch. Geschmeidig, genüsslich. Finde in dieser Bewegungsmeditation die Ruhe und Klarheit des Geistes. Sei ganz bei dir. Hier und jetzt. Mach diese Runde, in der du bist, noch zu Ende. Dann stell die Füße einfach wieder vor dir auf. Wir gehen in eine Drehung über. Anders mit dem Ziel, die Anspannung und den Fokus und das zentrierte Gefühl des Körpers wieder in die Entspannung zu begleiten, in die innere Gelassenheit, in die innere Größe. Also breite die Arme zur Seite aus, leg sie ganz gemütlich ab, versetz dein Becken eine gefüllte halbe Breite nach rechts, lass die Knie nach links gleiten. Mach sie richtig gemütlich, sodass es angenehm wird. Versetz den Kopf etwas aus der Mitte heraus nach links und dann roll ihn auf die rechte Seite. Der Kopf rollt zurück in die Mitte. Justier nach für den Nackenbereich, für die Arme und komm genau dort an, wo es für die nächsten Momente für dich gut ist. Schließ gern die Augen.
tauch wieder in den Körper ein. Wo fühlst du sanfte Dehnungen? Wo spürst du Entspannungen? Wie fließt die Atmung durch deinen inneren Leib? Komm langsam wieder zurück zur Mitte. Versetze aus der Mitte der Matte dein Becken eine halbe Breite nach links. Jetzt leg die Knie nach rechts. Das Becken rollt wieder zurück in die Mitte, da wo es gerade war. Gleiches mit dem Kopf. Versetze ihn ein Stück nach rechts und roll ihn auf die linke Seite. Alles ist wieder in der Achse des Rückens. Die Drehung wird dann noch bequemer, wenn du sie fein justierst, wenn sie stimmiger wird. Dann reckel dich zurecht und finde dann Ruhe im Äußeren und Inneren. Nimm Strukturen deines Leibes wahr, die sich sanft strecken und dehnen. Nimm Bereiche wahr, die sich entspannen dürfen. Spür innere Räume, die geatmet werden. Dann komm hier auch langsam zurück zur Mitte, zu Apanasana. Umarm also einfach deine Knie oder Schienbeine und damit auch dich selbst. Es ist der Rücken wunderbar lang und du kannst kleine Schaukelbewegungen machen und ihn verwöhnen. Dann such dir den Weg zum Sitzen bitte aus. Und wenn du einen für dich stimmigen Sitz eingerichtet hast, dann schließ die Augen. Erlaub dir noch einmal, dich von den äußeren Geschehnissen zu lösen und ganz im inneren Raum zu verweilen. Wenn wir zurückblicken auf diese Yoga-Praxis, dann können wir
einmal die Herausforderungen sehen, die uns da begegneten. Die Variation des Seitstützes, also der Haltung des Vasishtha, Vasishthas Asana oder Vasishthasana. Und Vasishtha war eine Person, die meditierte und die sich dafür Herausforderungen suchte, um eben sich bewusst zu werden, dass das Äußere, das Geschehen, unabhängig vom inneren Empfinden sein kann. Ja, er hat sich in diesem Seitstütz eingerichtet, das hat ihn auch gefordert, genauso wie es uns forderte. Und er hat versucht, unter dieser Anstrengung, unter diesem körperlichen, physischen Stress Ruhe zu finden. Und das ist vielleicht etwas, was uns im Alltag dienlich sein kann. Also weniger der Seitstütz, aber eben die Erfahrung, dass außen und innen aneinander gebunden sind normalerweise. Also wenn mich etwas im Äußeren stresst, wenn Stressoren auf mich einwirken, dann spiegle ich das im Inneren, dann empfinde ich das mit. Ja, ich fühle mich gestresst, wenn die Welt mich stresst. Oder ich bin entspannt im Inneren, wenn das Äußere angenehm, ruhig und schön ist. Und Vasishtha hat versucht, eine Trennung aufzubauen, um auch in herausfordernden Momenten, wenn wir uns Anforderungen stellen, wenn wir Hindernissen uns entgegengesetzt stehen, wenn uns etwas wirklich fordert, auch stresst, da hat er versucht, trotzdem eine innere Ruhe und Geerdetheit oder Erdung zu finden und aus dieser Erdung, aus dieser Ruhe neue Kraft zu schöpfen. Das Ziel ist also, selbstbestimmter entscheiden zu können, was mich von außen wirklich in meinem tiefen Inneren erreichen kann und was außen vorbleiben kann. Und das ist ein lohnenswerter Ansatz. Der braucht Übung natürlich, aber es lohnt sich, so diesen selbstbestimmten Weg zu gehen, immer wieder Ruhe zu schöpfen, Kraft zu finden und selbstbestimmt auf das Äußere reagieren zu können. Und so nimm ganz am Ende einfach noch einmal deinen Körper wahr, wie du jetzt sitzt, wie er sich anfühlt, mit dieser inneren Kraft, der äußeren Leichtigkeit. Nimm die Atmung wahr, die dich verwöhnt, die dich regeneriert und die den Geist eben mitnimmt auf diesem Weg von außen nach innen, hin zu kraftvollen Momenten einer inneren Ruhe. Die Atmung trägt den Geist in die Ruhe, auch wenn die Welt um dich herum wirbelt. Und so genieß dich, so wie du bist. Und bring dann die Hände vor dem Raum des Herzens zueinander. Die Hände, auf denen du dich stützt, die sich sanft und liebevoll hier vor dem Herz verbinden und vereinen dürfen. So eine Geste des Dankes. Und dann atme beim nächsten Mal tiefer aus. Und wenn die Einatmung entsteht, dann breite die Arme zur Seite aus, schwingen sie über die Seite ganz groß nach oben. Ausatmen, bring die Hände zueinander, vor die Stirn, vor den Mund. Und zurück vor das Herz. Und nochmal einatmen, breite die Arme aus, bring sie nach oben, ausatmen, die Hände geschlossen, vor dir zum Herz. Und wenn du magst, dann genieß ein Verbeugen mit einem Danke für dich und vor dir selbst, für die Erfahrung, die du mitnehmen kannst, für die Zeit, die du fandest. Und wenn du dich aufrichtest, dann lass uns gemeinsam die Augen wieder öffnen. Vielen Dank, dass du ein Teil dieser gemeinsamen Yogastunde gewesen bist, mir deine Zeit und dein Vertrauen schenktest. Ich wünsche dir für die nächsten Tage immer wieder auch den Kontakt zu dir, die Energie der Ruhe und Kraft, die dich trägt und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute. Namaste.